Hey und hallo Leute, neues Intro, was seid ihr dazu? Ist geil. Ich bin wieder im Jump for All in Langzennen gerade hier, im Backstage könnte man sagen. Alle schauen mich die ganze Zeit komisch an, ich weiß gar nicht warum. Ich bin heute hier, weil natürlich zum Arbeiten und um das zu knacken, nicht die Spinde, sondern meine Mission ist es heute, den Boxautomatenrekord zu brechen. Der liegt gerade noch bei 919 und ihr wisst, ich habe schon ein paar Mal probiert, ich habe es nie geschafft, ich habe es nie über die 900 geschafft, aber heute ist der Tag der Tage. Wo ich es hoffentlich schaffe. Okay Leute, also ich habe dafür einfach mal 250 Euro mitgebracht. Das sollte vom Budget reichen, um also den Rekord zu knacken. Aber ich bin mir nicht sicher, Freunde. Versuchen wir es einfach mal. Vielleicht schafft es auch Yvonne, ich weiß es nicht. Hauptsache dieser Rekord steht nach diesem Video bei 920. Mindestens. Ihr seht's Leute, 919 ist der Score. Das sollte echt machbar sein. Aber vorher ruft die Arbeit, muss ich noch ein bisschen was tun in der Küche. Da werde ich glaube ich gebraucht. Was gibt's zu tun? Chicken Nuggets! Oh moin. Meinst du, wenn ich ein paar Chicken Nuggets vorher esse, knacke ich den Rekord? Absolut nicht. So sieht Arbeit im Jump for All aus, Freunde. Okay, ein Pommes zur Stärkung. Jetzt starte ich meine Mission. Ich mache kurz Pause, ja? Kurz Pause. Leute, verwechselt mich nicht mit Yvonne, weil ich gerade die ganze Zeit am Essen bin. Ich habe jetzt erstmal das Kleingeld geholt. Jetzt muss auch erstmal investiert werden. So. 22 Versuche jetzt, um diesen Rekord zu brechen. Okay, nochmal, meinst du wirklich nicht, dass ich das schaffe? Schaffst du nicht. Vorher hast du dich nochmal aufgepumpt. Also, ich meine, hier ist der Rekord 19. Ich versuche nur den zu knacken. Also, es geht nur um diesen Boxautomaten, weil ich ein persönliches Problem mit dem. Das macht halbe Kraft. Ich muss ja nicht mal 100 mehr schaffen, weißt du? Ich schaff das jetzt direkt mit dem zweiten Versuch. Safe nicht. Doch, ich hab so viel. Und was wenn du schaffst? Ich weiß nicht. Kriegst du einen Backbeißen? Okay, nee, wenn ich es nicht schaffe, krieg ich einen Backbeißen. Okay. Stopp, nach dem jetzt, wenn du es nicht schaffst. Ja, dann kannst du mir eine klatschen. Okay. Nope. Ja, okay, das war. Aber ich habe ja auch noch 20 Versuche. Ja, aber wir haben gesagt, nach dem hier, jetzt ja. Darf ich dir eine klatschen. Ja, das war. Also mach doch halt mal! Die spinnt doch! Oh schön, die spinnt. Okay, hau du mal dagegen. Ich will mal sehen, ich glaube, du schlägst mehr als ich. Ja! Ihr müsst euch vorstellen, so eine Backpfeife hat sie mir gerade verpasst. Eine 640er Backpfeife. Ich dachte, es wird halt nichts mehr. Ich muss jetzt nochmal 5 Liegestütze machen, dann schaffe ich das. Ja. Ich habe original nicht erwartet, dass du das schaffst, ne? Ich hätte es nicht gedacht. Es fehlen noch 39. Aus der Hölle, aus der. Mach einfach wieder mit Fuß. Boah, ich näher mich schon an. Boah, 15 Versuche noch. Ich weiß nicht, ob ich 15 Mal noch schlagen kann. Nein, mach mit Fuß. Warum ohne Schuh? Oh, ich hab's nicht gefilmt. Entschuldigung, ich hab's nicht gefilmt. Du bist so dumm. Das war eine dumme Idee von dir. Halt, es geht halt nicht. Du schaffst nicht mal die 890 zu dingsen, ne? Ich hab noch 12. Ja, aber es wird, du wirst ja ich schwächer. Ich steige mich jedes Mal um. Aha. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich machen soll. Es wird, glaube ich, echt nichts. Du hast es kaputt gemacht. Ganz toll. Ich bin zu stark, Leute. Seht ihr? Das war eigentlich Rekord. Es klingt immer so krass, aber es ist halt scheiße. Ich komme halt nicht auf die. Ich bin halt ein Blender, weißt du, man denkt. Nee, das ist Foto. Hallo. Ich sag doch, du hast kaputt gemacht. Ich
glaube, der Boxautomat ist fake. Wir haben das der ist nicht fake. Ich höre, der ist nicht Jungs, fake. Man kann den nicht knacken, ne? Es geht nicht. Merkst du nicht, dass du scheiße bist? Das muss ich ja noch machen, habe ich ja bezahlt. Kannst du nicht einfach rausdrücken? Das kann doch nicht sein. Schau mal, wenn ich mit voller Kraft mache, bin ich bei 600 und ich bin kacke. Ja, es macht absolut keinen Sinn. Komm, du hast den letzten Schlag. Du weißt, dass ich nicht schaffe. Du knackst es jetzt. Jo, als ob du schon so 700 schießt und ich 800. Also das Ding ist, wenn ich sage, ich gehe ins Gym, ich gehe wirklich ins Gym. So wie du. War ein absoluter Fail, Leute. Ich sehe auch jetzt, dass ich hier irgendeine Kacke stehen habe. Aber ich weiß gar nicht mehr, was mein Rekord war. 887 oder so. Falls jemand den knackt, schickt es mir auf Insta, Leute. Kommt ins Jump Ball, langen Zen. Benutzt diesen Boxautomaten und zeigt, wie viel ihr macht. Markiert mich jetzt bei Lukas auf Instagram, wisst Bescheid. Und dann like ich auf jeden Fall all eure Bilder, wo ihr mich markiert. Nächstes Mal knacke ich den Rekord. Ich muss einfach nur ein bisschen Kartoffeln und Hähnchen essen, wie der Holzi. Und dann, boom, Alter, dann kommt der Bizeps. Nicht. Nee. Freunde, ich bin wirklich deprimiert. Ich bin extra nach Nürnberg gefahren, um diesen Rekord zu knacken. Ich habe es mir vorgenommen und dann habe ich so versagt. Ich bin einfach ein Lauch. Das Ding ist, ich kann auch nicht Trampolin springen. Ich wäre gern gesprungen, aber weil mein Fuß immer noch Fax macht wegen dieser Aktion, kann ich nicht springen. Hab's halt mit Boxen versucht. Aber es ist jetzt schon auch nichts geworden. So, Schicht ist eh vorbei. Jetzt geht's erstmal wieder raus hier, oder? Wo auch immerhin.